Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte. Jetzt geht es von der Gemeinde zu Thessalonich nach Beröa. Wie schon angekündigt, Kapitel 17, Vers 10b bis 15. Da sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge. Diese aber waren edler, denn die zu Thessalonich, die nahmen das Wort ganz willig und forschten täglich in der Schrift, ob sich's also verhielte. So glaubte nun viele aus ihnen, auch der griechischen und ehrbaren Frauen und Männer nicht wenige. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch zu Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt würde, kamen sie und bewegten auch allda das Volk. Aber da fertigten die Brüder Paulus alsobald ab, dass er ginge bis an das Meer, Silas aber und Timotheus blieben da. Die aber Paulus geleiteten, führten ihn bis gen Athen und nahmen sie Befehl, nachdem sie Befehl empfangen haben an Silas und Timotheus, dass sie aufs Schnellste zu ihm kämen, zogen sie hin. Also wir sind immer noch bei der zweiten Missionsreise und wir sehen, dass dieser Wasserschwall des Widersachers immer hinterher fließt und möchte verhindern, was Gott in seiner Güte und Gnade den Menschen darreichen will. Als ich jetzt bei der Schwester Kundruweit zum Geburtstag war, hatten wir die Freude, dass wir anschließend noch den schönen Park zu dem Grundstück gehörend anschauen konnten, den der Schwiegersohn pflegt. Und da ist ein wunderbares Bächlein angelegt worden und man konnte sehen, den Wasserfluss, wie er so am Rande dieses Bächleins so manches berührte und auch mitnahm an kleinen Partikeln. Manchmal lösten sich vielleicht kleine Steine. Aber was war der Tenor? Das Wasser rollte drüber hinweg und war schon immer zuerst an dem Ort, bevor das Steinchen dort war. Steinchen war träge. Es kam leider immer zu spät, so könnten wir sagen. Und so ist das auch im Reiche Gottes. Der Satan kommt immer zu spät, wenn Menschen das Evangelium aufgenommen haben. Das kann er nicht mehr verhindern. Er kann versuchen, dass dieses Evangelium nicht zur Frucht kommt und nicht nach außen spürbar wird, wenn möglich. Aber er kann nicht verhindern, dass das Evangelium Fuß gefasst hat. Und so war es auch hier. In Beröa kam das Evangelium außergewöhnlich gut an. Die Herzen waren ganz offen für das Evangelium und vorbereitet. Und als der Widersacher von Thessalonich her kam, war schon alles erledigt. So, dass der Apostel Paulus von den Brüdern in Beröa abgefertigt werden konnte, an den nächsten Ort zu ziehen. Wir können erkennen, Gott schaut immer das Herz an. In Thessalonich, da waren es einige, etliche, die aus der Synagoge das Heilen Jesus Christus erkannt und angenommen haben. In Beröa waren es viele. Weil Gott das Herz prüft, was er dem Einzelnen anbieten kann und was der Einzelne aufnehmen will. Und in Beröa war es ganz wunderbar. Ich denke mal, es war vielleicht eine kleinere Gruppe dort in dem kleineren Ort, aber eine sehr aufgeschlossene Gruppe. Sie nahmen das Wort einfach willig auf. Sie kämpften von vornherein nicht dagegen, wie das manchmal unser natürlicher Mensch so tut. Wir lesen etwas in der Schrift und sagen, nein, das geht mich jetzt nichts an. Und naja, damals war das so, aber heute nicht. Dann kämpfen wir schon gegen den Inhalt der Schrift, dass es ja nicht unser Leben verändert. Aber in Beröa war das nicht so. Sie waren ganz offen, ja, was will uns Gott sagen? Wir nehmen alles an. War gar kein Problem. Und sie nahmen alles an und sie forschten in der Schrift und freuten sich über Gottes Wort, wie es, was es ankündigt und was darin schon erfüllt ist und was noch erfüllt werden soll. Das ist also auch eine Haltung, die uns in unserer heutigen Zeit sehr wichtig sein soll. Dass wir Gottes Wort immer mit dem äußerst geöffneten Herzen lesen. Und zwar auch mit der Willigkeit, dadurch verändert zu werden.
nicht nur klüger zu werden, indem wir sagen können, ach, es steht da geschrieben. Es soll in unserem Herzen geschrieben stehen, und das war in Beröa so. Wunderbar, wie die Brüder dort gehandelt haben und die Schwester. Sie wollten Veränderung haben, und die Veränderung heißt zugleich auch Weiterführung. Wenn ich verändert werde, dann werde ich nicht nur punktuell an einem Ort stehen verändert, sondern dann öffnet sich mir auch ein neuer Weg, auf dem ich gehen kann, wo ich dann plötzlich zum Segen werden kann und vorher nicht konnte. Weil ich jetzt verändert worden bin, kann ich dem Nächsten vielleicht zum Segen werden. All das spielte sich also auch hier ab. Es ist wahr, dass der Herr viel tiefer schaut, nämlich in das Verborgene der Herzen, als wir Menschen. Nicht nur zu Samuel musste das gesagt werden, zu uns auch. Der Mensch sieht an, was vor Augen ist. Wir können auch sagen, er hört, was vor Ohren ist. Gott aber sieht das Herz an. Gott schaut dahin, wo wir nicht hinschauen können. Deswegen haben wir oftmals viel Urteile über den Nächsten, weil wir gar nicht das Herz prüfen können. Wir wissen gar nicht, was sich da abspielt, warum der das und das gemacht hat, warum er ausgerechnet jetzt das und das gemacht hat. Aber wir haben immer schon unsere Beurteilung dabei. Ja, das ist ja nicht in Ordnung und das und so. Wir wissen gar nichts. Gott schaut aber ins Herz. Er kennt mein Herz sogar besser als ich selber und dementsprechend wirkt er auch darin. Das Verborgene in den Herzen der Menschen ist genau das, was die Frucht des Lebens ausmacht. Die Frucht des Lebens macht nicht unser Reden aus und unser äußeres Handeln, sondern das, was wir im Herzen sind. Das macht unser Leben aus. Und das sieht Gott. Das schaut er hin und lässt sich auch durch nichts blenden. Wir können einige Stellen uns mal anschauen, wo wir erkennen, dass Gott in die Tiefe schaut. Eine ganz besonders große Stelle ist das ja im Propheten Daniel. Daniel, wir wissen, dass da der Nebukadnezar einen Traum hatte, den hat er vergessen. Und nun hat er seine Weisen kommen lassen, die sollten ihm sagen, was er geträumt hat. Das ist natürlich ein Anliegen, das konnte keiner klären und konnte keiner dieser Sache nachkommen. Denn wie kann ich jetzt wissen, was der andere geträumt hat? Und dann drohte der Nebukadnezar, wenn mir keiner diesen Traum sagen kann, dann werden die Häuser, die Familien zerstört, die Leute umgebracht, die Weisen in Babel. So, Daniel kriegte davon auch Wind, denn es betraf ihn und seine Freunde auch. Er erkundigte sich, was ist das, was hängt mit dem Urteil da zusammen? Und dann ging er ins Gebet. Er bat ja um Aufschub, um Frist, er will ins Gebet gehen und er möchte den fragen, der das Verborgene kennt. Und dann passierte genau das, dass Gott ihm offenbart hat, was der König geträumt hat. Und dann betet er hier in Daniel 2, Vers 19. Da ward Daniel solches verborgene Ding durch ein Gesicht des Nachts offenbart. Darüber lobte Daniel den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verstand den Verständigen. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist es eitel Licht. Er offenbart es, was da im Verborgenen liegt. Und so offenbarte auch der Geist Gottes, was bei den Gläubigen dazu zu Beröa vorliegt, dass die ein offenes Herz haben. Denen kann man diese Botschaft sagen, die nehmen das auch an. Auch in Matthäus 6, Vers 6 sagt der Herr Jesus ja, wenn wir beten, sollen wir ins Kämmerlein gehen und dort im Verborgenen mit dem Herrn reden, denn Gott schaut in das Verborgene. Da guckt er hin und er sieht genau,
was los ist. Und dann, wenn er das sieht, was im Verborgenen ist, lässt er es offenbar werden. Er vergilt es öffentlich. Das heißt also, was dann gelebt wird, ist aufgrund des Verborgenen gelebt worden. Das ist dann aufgrund dessen, was im Herzen verborgen war, geschehen. Nicht aufgrund dessen, was man äußerlich getan hat. Ja, Gott forscht in das Verborgene hinein. Und in Matthäus 10, Vers 26 sagt Jesus auch im Blick auf die Jüngerschaft, auf die Nachfolge, dass sich die Jünger nicht fürchten sollen, wenn es dort Widerstände gibt in der Verkündigung des Evangeliums. Vers 26, fürchtet euch nicht vor ihnen, die euch widerstehen. Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde. Es ist nichts heimlich, das man nicht wissen werde. Also auch hier wird offenbar gemacht, was der Feind oder die feindlich gesinnten Menschen im Herzen haben. Die können ja äußerlich freundlich reden, aber innerlich sind sie ablehnend. Und Gott macht das offenbar. Ja, das ist so. Und er macht das Gute offenbar, er macht aber auch das Negative offenbar. Der Mensch weiß weder was von dem Guten im Nächsten noch von dem Bösen im Nächsten. Er mutmaßt nur anhand dessen, was der andere ihm schauspielerisch vormacht. Denn das Böse schauspielert und das Gute manchmal auch. Es ist nicht die Wahrheit. Oder eine andere Stelle, Römer 2, Vers 16, ist auch so wunderbar, wie hier sich beweist, dass Gott sich nicht abhängig macht von dem Äußeren, sondern von dem, was für unsere Augen verborgen ist. Hier heißt es dann in Vers 13, vor Gott gilt ja nicht, in Römer 2, die das Gesetz hören, dass die gerecht werden, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn so die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun des Gesetzes Werke, sind dieselben, weil sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Als die da beweisen, des Gesetzes Werke sei geschrieben in ihrem Herzen, zumal ihr Gewissen ihnen zeugt, dass auch die Gedanken, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Und dann kommt es auf den Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesum Christum richten wird, laut meines Evangeliums. Also Gott wird nicht richten, was so äußerlich alles stattgefunden hat, sondern das Verborgene wird gerichtet werden, wie es wirklich der Einzelne gemeint hat. Und noch eine letzte Stelle im Blick auf dieses Verborgene, was offenbar gemacht wird. 1. Korinther 4, Vers 5, da kommt nämlich dann auch die Warnung des Apostel Paulus und sagt dann, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch ans Licht bringt, was im Finstern verborgen ist und den Rat der Herzen offenbaren wird. Alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren oder ihm auch das Gericht stattfinden. Es geht also immer wieder um das Verborgene. Darum Gott sah ganz genau, wie es im Herzen in der Thessalonicher aussah in der Synagoge und wie es bei denen von Beröa aussah. Und er hat diese Beröa besonders gesegnet. So heißt es zum Beispiel auch über die, die der Verführung des Antichristen anheimfallen, obwohl sie religiös reden und nach außen versuchen, den Anschein des Glaubens an Gott zu geben, heißt es dann in 2. Thessalonicher 2, 10b und 11, weil sie die Liebe zur Wahrhaftigkeit nicht angenommen haben, werde ich ihnen kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben müssen der Lüge. Also Gott prüft hier genau das Herz. Es handelt sich um religiöse Leute. Der Antichrist wird ja eine Gemeinde haben. Ja, also eine große Gemeinde wird er haben. Er wird ja vor dieser Gemeinde Zeichen und Wunder tun. Im religiösen Maße, so dass sie alle sagen, er ist Gott, er ist der Messias möglicherweise, ja, er ist der von Gott Gesandte. So wie einst Hitler ja auch von der Vorsehung sprach und die deutschen Christen haben gesagt, das ist ja der Mann,
Ja, der redet ja so gläubig. Und dann gingen sie ja mit Hitlerbild in die Kirche, ja, wurde am Altar gestellt, weil er doch der Messias war. Und dann gab es zu dieser Zeit ein Buch, Der Weiße Reiter. Der Weiße Reiter, und da hat man dann beschrieben in diesem Buch, diese apokalyptischen Reiter und der erste auf dem weißen Pferd, der siegreich vorangeht. Ja, das kann doch nur dann vielleicht der Hitler sein. Ja, man war religiös. Bis zum heutigen Tag ist die Wurzel des deutschen Christentums noch nicht ausgerissen in den Herzen vieler. Es gibt noch viel Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit. Glaubensgeschwister hatten uns das mal erzählt, dass sie große Mühe hatten, das waren beide Lehrerinnen, den Gedanken an Antisemitismus oder überhaupt das Sehen von Juden anders einordnen zu können, das ablegen zu können. Sobald sie Juden sahen, sahen sie rot. Und, oder eben Ausländer, die sind keine Deutschen, ja? Da sieht man rot. Da hat man eine Antipathie dagegen und so weiter. Das kann man religiös sein und trotzdem hat man das, ja? Und deswegen hier, Gott prüft auch das Herz bei diesen, die dem Antichristen anheimfallen und sagt, sie haben die Liebe zur Wahrhaftigkeit nicht angenommen. Die können reden, was sie wollen. Ich sehe, das haben die nicht angenommen. Und deswegen werden die nicht betraut mit der Wahrheit. Sie müssen der Lüge glauben. Sie werden dann verblendet, weil Gott das Herz ansieht und sagt, ne, wenn ich ihnen die Wahrheit auch sagen würde, die nehmen sie gar nicht an. Und sie tun so, als ob sie auf meiner Seite sind, aber sie sind es nicht. Und sie wollen es eigentlich auch nicht sein. Sie suchen nicht die Veränderung in ihrem Leben, was die Geschwister hier zu Beröa taten. Sie suchten die Veränderung und die Weiterführung. Und dadurch wurden sie auch reich beschenkt. Dagegen erkannten also diejenigen, die Gottes Wort in allen Stücken vertrauten, auch das Heil in Jesus Christus, welches sie aus diesen künftigen Gefahren vor dem ewigen Verderben herausnehmen sollte. In Beröa wurde also sichtbar, was Jesus auch in Johannes 5, Vers 46 sagte, wenn ihr Mose glaubt, dann glaubt ihr auch mir. Wenn ihr Mose und den Propheten glaubt, dann glaubt ihr auch mir. Also das heißt, nicht alle, die Mose und die Propheten lesen, glauben das. Ja, auch heute in vielen Bereichen wird das nur als humanistisches oder moralisches Handbuch betrachtet, Mose und die Propheten. Nicht als eine Sprache Gottes, die in das Leben der Menschen hinein sprechen will, um ihn zu verändern zu Gottes Maßstab hin. Das heißt, man hat nur Regeln, nicht? Es gibt ja dann im Judentum 613 Gesetze, nicht? Da wird genau drauf geguckt, nicht? Was man, ob man das alles einhält. Dass man auch eine koschere Küche hat, nicht zwei Küchen, einmal für Milch und einmal für Fleischspeisen. Da wird pinglich genau drauf geachtet. Aber das heißt noch nicht, dass das Herz offen ist. Für Veränderung, wie Gott die Veränderung sucht. Wir lesen das ja auch im Propheten Jesaja. Ja, ihr kommt und ihr betet, hört auf mit eurem Geplärr, sagt der Herr. Will ich gar nicht hören. Wer hat euch gesagt, dass ihr hier diese Opfer bringen sollt? Wenn ich Hunger hätte, dann könnte ich mir die Tiere ja alle selber schlachten. Das gehört ja alles mir. Also Gott sagt, ich suche euer Herz. Ich suche nicht die Taten oder dass ihr da so mit Genauigkeit bestimmte Formen einhaltet. Das suche ich überhaupt nicht, sondern ich will euer Herz. Weil ich euch nicht nur segnen, sondern auch weiterführen will. Ein Kind Gottes soll ja nicht nur zu Jesus gefunden haben. Sondern je älter es wird, desto umgestalteter soll es sein in das Bild Jesu. Das heißt also, schon auf dem Sterbebett sollte man fast den Glanz der Herrlichkeit Gottes sehen. Bei den langjährigen Gläubigen. Das ist Gottes Ziel. Sie sollen nicht bleiben, wie sie sind und sollen nur ein Bekenntnis auf den Lippen haben, sondern Gott führt weiter. An anderen Orten, wie zum Beispiel in Thessalonik oder in der Region Pisidien, Phrygien, Türkei, behaupteten auch Juden, auch in Thessalonik, dass sie ja an Mose und die Propheten glaubten. Aber sie glaubten nicht so, dass sie weitergeführt werden. Deswegen
fingen sie an, Paulus und Silas zu verfolgen. Nur einige haben das dann angenommen, die anderen verfolgten sie, weil sie Mose und die Propheten nicht so angenommen haben, wie Gott es wollte. Darum haben sie ja dann auch Jesus verfolgt und haben gesagt, das, was du dort sagst, das stimmt nicht. Merken wir, Glaube und Glaube ist ein großer Unterschied. Das ist nicht nur eine Verhaltensweise nach außen hin, sondern ein Zustand des Herzens. Manch einer auch in der Seelsorge sagt, ja, naja, ich bete ja darum und ich habe ja dies und jenes, aber es verändert sich nicht. Ja, die Frage ist ja, ob das Herz es überhaupt will, ob das Herz sich überhaupt verändern lassen will. Das schaut Gott an. Es heißt sogar in der Schrift, dass derjenige oder der sich nicht verändern lassen will, so wie Gott es will, dessen Gebet muss Sünde sein. Der betet, aber da passiert nichts. Weil Gott genau sieht, der will überhaupt nicht verändert werden. Und das war in Thessalonich auch so. Paulus ging ja immer in die Synagogen zu denen, die Mose und den Propheten glaubten, wie sie sagten. Aber sie haben die Schriften nicht so zugelassen und die Worte, dass sie merkten, Gott, der himmlische Vater, will uns weiterführen. Er will uns zu dem Erlöser bringen. Ihr Herz war nicht offen dafür. Darum verfolgten sie die Prediger, die ausgesandt waren vom lebendigen Gott in Jesus Christus. So kam, also viele begehrten also auf gegen das Evangelium und verfolgten die Apostel. In Beröa, da stimmte das Wort und der Herzenszustand überein. Das Wort, Mose und die Propheten, und der Herzenszustand, ja, das nehmen wir an, da kommt der Messias und wir sehnen uns sogar nach ihm. Er wird uns alles sagen, was nötig ist, er wird uns verändern. Wir wollen die Veränderung, das war in ihrem Herzen da. Wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir wollen total verändert werden, wir wollen befreit werden innerlich von dem, was wir selber gar nicht regeln können. Nicht so wie Paulus später gesagt hat, ja, das Gute, was ich wollte, das habe ich nie gemacht. Ging gar nicht. Ich will endlich mal befreit werden davon. Ich möchte endlich mal das Gute, was ich will, auch tun. Und die Geschwister hier zu Beröa, die hatten das. Sie nahmen das Wort gerne auf und ihr Herzenszustand sehnte sich nach der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Drei Merkmale werden hier in dieser örtlichen Gemeinde zu Beröa sichtbar, die im Leben, in der Nachfolge Jesu, im Glauben an den Schöpfer aller Dinge zur wirklichen, echten Frucht führen. Und Beständigkeit in diesem Glaubensleben geben. Drei Dinge. Das eine ist Lesen des Willens Gottes. Ich will wissen, was Gott will. Das zweite, sie nahmen täglich diese Schrift auf. Nicht nur ab und zu mal, sondern täglich. Und das dritte, wenn sie etwas gelesen haben, was ihr Leben verändern sollte, dann nahmen sie willig diese göttlichen Anweisungen an. Das sind drei wichtige Punkte, die in Beröa zu sehen sind. Ich gehe mal auf den ersten ein. Das Bibellesen ist ja für solche, die mit Gott leben wollen, eine unabänderbare Pflicht. Einfach eine Pflicht. Wer mit Gott leben will, der muss sein Wort lesen. Sonst kann er gar nicht mit Gott leben. Denn über dieses Wort offenbart sich der Herr. Er sagt genau, wo wir stehen sollten, wo wir stehen können. Er zeigt uns durch sein Wort genau den Weg des Lebens. Er offenbart sich selbst, wie er denkt über uns, wie er denkt über mich. Das Lesen des Wortes erleuchtet uns den Willen des himmlischen Vaters zu erkennen durch den Heiligen Geist. So wurde ja schon durch Mose von Gott das Volk Israel darauf hingewiesen,
dass wenn jemand, ein Oberster, es handelte sich da um spätere Wahl des Königs, ein König, wenn er irgendwie in Verantwortung ist, und wir sind neutestamentlich ja alle Priester und Könige berufen dazu, ja in Verantwortung stehen, dann kann er nur darin stehen, wenn er sein Leben lang das Wort Gottes im Herzen zulässt. 5. Mose 17, Vers 18 lese ich mal ab. Vers 14 wird ja gesagt, das kann dann kommen, dass ein König kommt, jemand, ich will einen König haben, sagt ihr vielleicht, und so weiter und so fort. Und dann Vers 18. Und wenn er nun sitzen wird auf dem Stuhl seines Königreichs, soll er dies andere Gesetz von den Priestern, den Leviten, nehmen und in ein Buch schreiben lassen. Das soll bei ihm sein und er soll darin lesen sein Leben lang, auf dass er lerne, fürchten den Herrn, seinen Gott, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte, dass er danach tue. Er soll sein Herz nicht erheben über seine Brüder und soll nicht weichen von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass er seine Tage verlängere in seinem Königreich, er und seine Kinder in Israel. Also eine gewisse Vollmacht des Lebens für Gott auf Erden liegt darin, dass ich immer Gott zu mir reden lasse, durch sein Wort. Und in Beröa war das so. Sie lasen das Wort, sie nahmen das Wort auf. Denn das ist wichtig, ein Kind Gottes, was nicht mehr im Wort regelmäßig liest, hat keine Orientierung. Selbst wenn man 2 Tage in der Woche darin lesen würde, die anderen Tage fressen das alles weg. Und da bleibt nichts übrig. Da fängt man immer wieder von vorne an. Ja, was steht? Oh, habe ich ja gar nicht gelesen. Ja? Man muss dranbleiben, genauso wie Kinder jeden Tag in die Schule gehen müssen und nicht nur ja, 2 Tage in der Woche und dann mal wieder nächste Woche. Der Lernstoff ist vergessen. Er ist durch die äußeren Anfechtungen beiseite gedrückt. Und man fängt immer wieder von vorne an. Tägliche Bibellese, das haben wir damals im Jugendbund ja schon immer in den Weihestunden immer gesagt. Ich will jeden Tag Gottes Wort lesen und beten. Jeden Tag. Ja? Ohne Ausnahme. Also es wurde bereits schon durch Mose dem Volk Israel gesagt, Verantwortlichkeit vor Gott leben zu können, geht nur, wenn man sein Leben lang, jeden Tag, sich das Wort Gottes ins Herz reden lässt. Das Forschen in der Schrift dient dazu, an das Gebet nach dem Willen Gottes erneut erinnert zu werden. Denn dadurch, dass wir Gottes Wort aufnehmen, haben wir Anliegen Gottes, die zum Gebet werden. Ansonsten haben wir nur persönliche Anliegen, menschlicher Art, die gar nicht das Werk des Herrn, auch nicht das Werk des Herrn an uns meinen. Psalm 19, Vers 8 und besonders Vers 12. Psalm 19, das ist ja ein Psalm, der auch über das Wunder der Schöpfung Gottes spricht. Und da heißt es, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Und in Vers 12, auch wird dein Knecht durch sie erinnert, also durch diese Worte Gottes. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Der hat großen Lohn. Immer wieder erinnert. Was ist der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes für mich? Ich habe persönliche, so manche menschliche Wünsche. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Aber die Wünsche, stimmen die mit Gottes Willen überein? Das ist nicht gesagt. Denn der Herr hat in meinem Leben zum Beispiel vieles ganz anders gemacht, als ich das wollte. Ganz anders. Aber im Nachhinein habe ich gesehen, es war das Beste überhaupt für mich. Deswegen, ich muss das ja erwarten. Was macht der Herr ganz anders? Meine Wünsche, die zählen da überhaupt gar nicht. Sondern was er tut, nicht? Paulus musste das ja auch lernen vor Damaskus. Da fing er das erste Mal an zu fragen, Herr, was willst du eigentlich, dass ich tun soll? Ich habe dir ja immer gedient, Gott, jetzt aber offenbar falsch. Ich habe gedacht, ich krieg das raus, was du willst. Und dabei hat er alles falsch gemacht. Jetzt möchte ich aber erfahren, was du willst, dass ich tun soll.
durch die fortwährenden Eindrücke des weltlichen Lebens, in dem wir ja auch stehen, ist die Erinnerung an Gottes Maßstab beiseite geschoben. Das heißt, wir müssen sie suchen, damit sich kein abartiges Glaubensleben einstellt. Wir sind ja gar nicht davor geschützt, wenn wir selber versuchen, Glaubensleben uns darzustellen, um dem nachzufolgen. Wir können ja auch in die christliche Landschaft sehen, wie viele unterschiedliche Vorstellungen es von Glaubensleben gibt. Ja, bei dem einen, da kann die Sünde sogar akzeptiert werden und beim anderen, dann nimmt man noch was hinzu, was andere sagen. Ganz unterschiedlich, obwohl es doch nur einen göttlichen Maßstab gibt. Aber wir kommen dann in ein abartiges Glaubensleben, wenn wir nicht ständig die Erinnerung durch Gottes Wort im Herzen zulassen. In Beröa suchte man also den alles überragenden Maßstab Gottes und das Leben darin. An dieser Stelle erkennen wir die Wahrheit und die Klarheit des Wortes Jesu, wenn er in Johannes 5, Vers 39 denen im Herzen verborgenen, nichtgläubigen Pharisäern sagte: Wenn ihr wirklich mir folgen wollt, dann forscht in der Schrift. Denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Das sagt er den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ja eigentlich Schriftgelehrt sagt ja schon, nicht? Die haben die Bibel studiert. Und er sagt ja aber nicht mit dem richtigen Herzen. Wenn ihr wirklich leben wollt, dann forscht in der Schrift. Ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Sie ist es, die von mir zeugt. Und das kommt mit der Aufforderung gleich auch durch den Propheten Amos und an vielen anderen Stellen. Sucht mich, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, sucht mich. Das Zweite, nicht nur das Lesen des Wortes, sondern die Regelmäßigkeit. Wir lesen von den Beröern, sie forschten täglich in der Schrift. Täglich. So wie Essen und Trinken. Täglich. Sie sahen das als notwendig an, um jeden Tag neue Orientierung hinzuzugewinnen zu dem, was Gott ihnen bereits gezeigt hat. Sie forschten darin. Sie wollten jeden Tag erfahren, was dran ist. Sie haben sich nicht vorgenommen, am Schabbat einmal Gottes Wort zu hören, auch jetzt wissen wir Bescheid, jetzt haben wir das Programm für die nächste Woche. Nein, das haben sie nicht, sondern sie guckten jeden Tag rein. Bin ich noch da, wo ich sein soll? Oder was ist heute dran? Was ist heute los? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und mache sie immer wieder, dass ich mir vielleicht ein gewisses Programm vorstelle, auch für die Woche, für die Tage. Man hat ja auch einen Computer, da ist ein Kalender drin, da steht so manches drin. Aber das ist nicht gewährleistet, dass das immer stattfindet. Und wenn ich vielleicht gerade aufbrechen will zu einem Weg, klingelt das Telefon oder steht jemand vor der Tür. Ganz anders. Und ich muss mich der Sache annehmen und stelle im Nachhinein fest, das war richtig, war von Gott so geführt. Meine Gedanken mussten hinten angestellt werden. Ja? Ich muss jeden Tag neu offen sein für die Wegführung Gottes. Sie kann immer anders sein als die meinige. In einer anderen Übersetzung heißt es ja nicht nur, sie waren täglich forschten sie in der Schrift, sondern sie befragten täglich die Schrift, heißt es da. Sie befragten täglich die Schrift, wie es für ihr Leben aussieht. Wir können auch sagen, sie überprüften sich täglich selbst am Worte Gottes. In der Nachfolge Jesu ist das tägliche Suchen der Gemeinschaft mit ihm, mit dem Herrn, sehr wichtig. Nur aus dieser beständigen Gemeinschaft mit dem Herrn im Heiligen Geist und der Gemeinschaft somit mit seinem Wort reagieren wir richtig dem Menschen gegenüber, dem Nächsten gegenüber. Wir können dann plötzlich dem Nächsten, der auch schwierig ist, uns gegenüber freundlich begegnen. Das kriegen wir sonst nicht hin. Die zu Beröa, wir haben gelesen, sie waren edler als die zu Thessalonich.
Wir könnten auch sagen, nicht edler, sondern sie waren nicht geschlossen für das Wort Gottes und konnten dadurch nicht als Verfolger der Boten Gottes gebraucht werden. So könnten wir auch sagen. Die Thessalonicher, die zwar Mose und die Propheten gelesen haben in der Synagoge, wurden aber missbraucht vom Satan, um die frohe Botschaft und Paulus und Silas zu verfolgen. Diese hier waren offener. Sie waren edler in diesem Sinne, dass sie das Evangelium nicht verfolgen mussten. Der Satan fand keinen Raum. Trotz der Halbherzigkeit anderer Juden, die eigens ja von Thessalonich nach Beröa kam, um dort eine Aufruhr zu stiften. Sie reisten extra an, so wie viele jetzt nach Frankreich extra anreisen da, um Unruhe zu stiften. Ja, nehmen sich das direkt vor. Ja, und die reisten an, um die Apostel dort vor Ort in Beröa zu verklagen und zu verfolgen. Konnte die Gemeinde zu Beröa diesen Unruheherd abwehren. Sie konnten im Frieden bleiben und in der Erkenntnis der Wahrheit. Das tägliche zu sich nehmen geistlicher Speise zeigt sich schon in der Einteilung Gottes, indem er schon das Volk Israel während der Wüstenwanderung auch nur täglich speiste. Die kriegten nicht für die ganze Woche Essen. Jeden Tag und das in tiefer Abhängigkeit. Wenn einer versuchte, für den nächsten Tag auch noch was zu sammeln, hat er den Schaden gehabt. Da waren die Würmer drin, war weg. Jeden Tag neu, Aufblick zu dem, der mir die Speise gibt. Ja, so können wir das ja lesen, ich will es mal aufschlagen. 2. Mose 16, 4 zum Beispiel. Da wurde ja auch von Gottes Seite verlangt, täglich ein Brandopfer zu geben. Jeden Tag. Und täglich auch ein Rauchopfer zu geben. Täglich, jeden Tag. Das heißt also, sie mussten immer dranbleiben, um eben diese Verbindung zu Gott zu haben. 2. Mose 16, Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und sammeln, täglich. Was es des Tages bedarf, dass ich es versuche, ob's in meinem Gesetz wandle oder nicht. Das heißt also auch unsere geistliche Speise gibt der Herr nur immer für den einen Tag. Zumal wir gar nicht wissen, ob wir noch einen zweiten Tag auf der Erde leben. Das wissen wir ja auch nicht. Er gibt immer das richtige Maß für den einen Tag. Und für den nächsten Tag gibt er wieder das Maß. In 2. Mose 29, Vers 42, da geht es dann also um die Opfer, die auch nicht nur ab und zu, sondern täglich gegeben werden mussten. Vers 42, hier geht es um das Brandopfer. Das ist das tägliche Brandopfer bei euren Nachkommen vor der Hütte des Stifts, vor dem Herrn, da ich mich euch bezeugen und mit dir reden will. Tägliche Brandopfer, ja, tägliche Brandopfer, damit auch die tägliche Beugung und Buße stattfindet. Es gibt ja keinen Tag, wo wir nicht in irgendeiner Weise fehltreten. Und der Herr will uns immer wieder rufen, auch heute musst du dich beugen, heute musst du Buße tun, damit ich dich neu beschenken kann. Denn du warst nicht in deinem Tun vollkommen. Täglich, ja. Und in Kapitel 30, Vers 8, da geht es dann um den Räucheropferaltar. Das ist ja gleichsam das Gebet, was zu Gott immer aufsteigen sollte. Desgleichen, wenn er die Lampen anzündet, der Priester, gegen Abend, soll er solch Räuchwerk auch räuchern. Das soll das tägliche Räuchopfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen. Also jeden Tag erscheinen vor dem Herrn. Und die in Beröa forschten auch täglich in der Schrift. Auch sollen wir durch die Erkenntnis aus dem Wort über unsere Unfähigkeit, Gott wohlgefällig zu leben, des Herrn Hilfe in Anspruch nehmen.
Darum in diesem wunderbaren Psalm 25, Vers 5, betet ja David, täglich harre ich dein, täglich warte ich auf dich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Darum warte ich jeden Tag gesondert auf dich, denn du bist meine Hilfe. Oder Psalm 68, Vers 20, gelobt sei der Herr täglich, täglich. Ja? Das tägliche Schriftstudium soll uns zu diesem täglichen Lob Gottes bringen. Manchmal geht es mir so, dass ich dann auch nach dem Bibellesen und dem Gebet einfach aufstehe und singe, weil ich so froh bin über dem, was ich gelesen habe. Aber das, so froh war ich vor dem Lesen nicht. Vor dem Lesen war alles so ein bisschen grau und stumpf und so, ach ja, ach, soll ich jetzt, kann ich jetzt in der Bibel lesen. Aber danach, da kann ich singen. Da bin ich froh geworden. Lob, dann sage ich es dem Herrn auch, wie ich mich freue. Die Folge ist dann also tägliche Nachfolge. In Lukas 9, 23 sagt der Herr, wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf täglich. Nicht nur so einmal und dann mal gucken, wie es weitergeht, sondern jeden Tag neu. Hier bin ich, Herr, hier bin ich. Ja? Und darum auch in diesem Vater unser, Matthäus 6, Vers 11, das tägliche Brot, das gib uns heute. Das tägliche Brot, ja? Und tägliche Erfahrung der Glaubenshilfe, 2. Korinther 1, Vers 10, wo Paulus ja schrieb, er ist erlöst worden aus schwierigen Dingen und der Herr erlöst uns täglich daraus. Und ich bin guter Zuversicht, er wird mich auch in Zukunft daraus ständig erlösen. Und in der Apostelgeschichte haben wir gelesen, zum ersten schon in Apostelgeschichte 2, 47 und dann ja später auch, der Herr tat hinzu zu der Gemeinde täglich. Also auch immer wieder ein neuer Segen. Es geht immer weiter und mehr. Und das Dritte, was ich angesprochen habe, ist die willige Aufnahme dessen, was ich gelesen habe. Dass ich einfach sage, ja, das bin ich. Dass ich nicht daran denke, an meine Frau. Dass ich nicht an den Nächsten denke, ja, der könnte das ja gebrauchen, steht ja da für ihn. Sondern dass ich an mich denke. Ich bin gemeint beim Bibellesen. Ich bin gemeint. Und ich darf mich daran orientieren und mein Herz öffnen und aufnehmen. Die Gläubigen in Beröa forschten also nicht nur in der Schrift, sondern taten dies regelmäßig, aber auch nicht nur das, sondern sie nahmen auch willig das Gelesene in ihrem Leben auf. Sie nahmen es einfach auf. Nur diese Willigkeit, das Erfahrene durch das Wort Gottes zu tun, bringt den Gläubigen weiter. Nur diese Willigkeit. Was er weiß, soll er tun. Und kann er tun. Sonst geht's nicht vorwärts und geht's nicht aufwärts. Geht es nicht weiter. So bestätigte später auch Paulus und Petrus in den Briefen, und das möchte ich uns noch nahe bringen, dass im Wachstum immer die Willigkeit eine große Rolle spielt. Zum Beispiel in Römer 15 heißt es dann, dass auch in Mazedonien und Achaia, das ist jetzt Gebiet von Athen, Mazedonien, Philippi, wo dann auch Geld gesammelt worden ist für die armen Geschwister in Jerusalem. Ja, da sagt der Apostel Paulus Folgendes, die aus Mazedonien, Vers 26, und Achaia haben willig eine gemeinsame Steuer zusammengelegt, den armen Heiligen zu Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner, denn so die Heiden sind ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden, ist es billig, dass sie ihnen auch in leiblichen Gütern Dienst beweisen. Aber sie taten es willig, nicht weil es dran war, naja, muss man ja doch mal ein bisschen was reinwerfen, nicht? Die sammeln ja Kollekte und so weiter. Willig, nein, ich bin dankbar, dabei sein zu dürfen. Ja, das hebt er hier hervor. Auch in 1. Thessalonicher 2, Vers 8, da geht es auch um die Dienerschaft, um das Dienen in der Gemeinde. Und da spricht er dann auch von denen, die da an den Gläubigen gedient haben, von sich und den anderen Mitarbeitern. Also hatten wir Herzenslust an euch und waren willig, euch mitzuteilen, nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser Leben. Wir waren willig.
darum, dass wir euch lieb gewonnen haben. Wir waren willig. Also die Willigkeit ist da sehr wichtig. Oder 2. Timotheus 4, Vers 5, willig sein zu leiden. Dazu gehört auch eine Willigkeit. Paulus schreibt hier an Timotheus und sagt dann, du sei nüchtern allenthalben und sei willig zu leiden. Wenn der Herr das so will, dann nimm das einfach mal an. Sei willig zu leiden. Tue das Werk eines evangelischen Predigers. Richte dein Amt redlich aus. Tue das Werk eines, der Jesus nachfolgend das Evangelium aufnimmt. Leide willig. Denn Leiden begleiten das Glaubensleben. Petrus hat es so geschrieben, 1. Petrus 5, Vers 2, wo er auch von der Arbeit der Ältesten an der Gemeinde spricht und sagt, weidet die Herde Christi, die euch befohlen ist, und seht wohl zu, nicht gezwungen, sondern willig, nicht um Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, willig, willig, ja? Und noch eine Stelle, 2. Korinther 8, Vers 12, wer alles willig tut, der ist angenehm. Da geht es ja bei den Korinthern auch nochmal, in Achaia war es dann auch um das Opfer. Und dann heißt es einfach, das spielt jetzt keine Rolle oder beziehungsweise das ist Gott nicht angenehm, einfach einen bloßen Opfer zu geben, sondern es muss willig gegeben werden. Denn so einer, Vers 12, denn so einer willig ist, so ist er angenehm, nachdem er hat, nicht nachdem er nicht hat. Er muss willig sein. Ja, und das waren die Beröer. Die Gemeinde zu Beröer wurde im Glauben weitergeführt. Sie hatten nicht nur Mose und die Propheten, sondern sie erkannten plötzlich, der Messias ist da. Sie ließen sich weiterführen zu dem Messias, auf den sie erwarteten. Sie erkannten ihn. Und wo solcher Herzensglaube ist, kommt der Teufel immer zu spät. Und er kam also in Beröer auch zu spät. Denn da kamen die ja von Thessalonich und richteten große Unruhe an, aber Paulus war schon verabschiedet und weitergeführt durch Begleitung bis nach Athen und im Herzen der Beröer war schon alles gesät. Da kamen die zu spät, da konnten die nichts mehr regeln. Da kommt der Teufel immer zu spät, ja. Gott offenbart sich nach der wahren Stellung des Herzens in unserem Leben. So wie es Sprüche 23, 26 auch heißt, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege sehen und lass sie dir wohlgefallen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Auch wenn sie dir vielleicht gerade nicht so passen, aber sie sind richtig. Das können wir hier von Beröer lernen. Offenes Herz schaut, Gott schaut immer ins Verborgene und demnach und dementsprechend segnet er uns und führt uns weiter und lässt uns niemals zu Schanden werden.